Herzlich willkommen an der OFG. Die digitale Fotografie ist ja ein sehr sauberes und schnelles Medium, mit dem man sehr schnell sehr hochwertige Bilder machen kann. Trotzdem schleichen sich immer wieder Flecken und Fusseln ein. Und jetzt stellt sich dann immer die Frage, wenn ich jetzt einen Fussel auf dem Bild habe oder einen Fleck auf dem Bild habe, wo kommt der her? Ist der auf dem Objektiv? Ist der auf dem Sensor? Und was kann ich da machen? Da sind also viele sehr ratlos. Und ich möchte heute so ein bisschen die Angst nehmen und eine Möglichkeit bieten, wie man das auch selbst erledigen und entfernen kann. Zunächst einmal muss man sagen, dass die Fusseln im Objektiv drin, manchmal gibt es Objektive, die schon etwas älter sind, die sammeln dann so ganz leichte Fusseln im Objektiv. Die sieht man in der Regel nicht eins zu eins auf dem Bild, weil die nicht scharf abgebildet werden. Das heißt, solche Fusseln im Objektiv drin führen eher dazu, dass irgendwann die Schärfe der Abbildung etwas diffuser wird, dass also etwas gestreut wird oder dass, ja, solche Sachen, aber nicht scharf abgebildet. Es gibt Objektive, besonders bei sehr kleinen Sensoren, bei sehr kurzen Brennweiten, wo ein Fussel vorne auf dem Objektiv noch tatsächlich zwar unscharf, aber zu sehen ist. Aber das sieht man dann sehr schnell und das kann man mit einem Brillenputztuch am Objektiv sehr schnell entfernen oder mit einer Luftpumpe. Es gibt auch solche Druckluftsprays, mit denen man die Objektive sauber machen kann. Das ist der einfachere Weg, die Objektive zu reinigen. Und man sollte eigentlich auch immer, wenn man zurückkommt von einer Reise zum Beispiel, die Objektive reinigen, ohne sie zu beschädigen. Also mit sehr sauberen Brillenputztüchern. Und zwar einmal vorne und wenn nötig eben auch hinten ganz leicht zu reinigen. Verwenden Sie hier keine feuchten Putztücher, es sei denn, es ist wirklich flüssiger Dreck auf das Objektiv gekommen, der weggewischt werden muss. Aber dann sehr vorsichtig, weil der Sand in diesem Schmutz auch mit einem feuchten Tuch sehr schnell die Oberfläche verunreinigen kann. Ich verwende deswegen meistens Schutzfilter. Ich weiß, viele Leute sind gegen Schutzfilter, weil sie tendenziell wieder ein bisschen durch Reflexionen die Qualität der Abbildung zurücknehmen können. Aber das ist minimal und ein teures Objektiv ist so viel besser geschützt. Kommen wir aber zum weitaus schwierigeren und anspruchsvolleren Teil der Reinigung, und zwar die Reinigung des Kamerasensors. Bei den spiegellosen Kameras sieht man den Sensor ja direkt, wenn man das Objektiv abnimmt. Dadurch ist er aber auch sehr empfindlich gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit, Wasserspritzern und Staub. Bei den Spiegelreflexkameras ist ja der Spiegel davor, aber auch der schützt nicht hundertprozentig vor Staub. Und wie Sie die reinigen können oder ob Sie sie überhaupt reinigen können oder ob Sie sie für relativ viel Geld weggeben müssen zum Kameraservice, das verrate ich jetzt. Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man einen Kameraservice beauftragt, den Sensor zu reinigen, weil die das natürlich sehr professionell machen und auch sehr gut kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Natürlich besteht immer die Gefahr, Geräte zu reinigen, vor allen Dingen, wenn man es zu unvorsichtig oder mit Gewalt oder eben mit wenig Kenntnis vornimmt. Trotzdem, ich reinige meine Sensoren immer selber und das geht auch sehr gut, wenn man nur ein paar Kleinigkeiten beachtet. Wenn Sie den Sensor selber reinigen wollen, dann gibt es auf dem Markt solche Sets zu kaufen für die Sensorreinigung, die auch sehr gut funktionieren und da besteht die Gefahr nicht, dass man den Sensor beschädigt. Diese Wischer, die hier dabei sind, in dieser Packung, die sind staubdicht verpackt und die werden dann mit einer Reinigungsflüssigkeit betropft und dann kann die auch sofort verdampft und dann kann man einfach den Sensor sauber wischen. Das ist recht einfach. Sie sollten nur nicht den Fehler machen, diese Wischer mehrmals zu benutzen. Wenn sie einmal geöffnet sind, benutzt sind, bitte wegwerfen, weil wenn sich hier Staub oder Fusseln anlagern, durch die Lagerung einfach, dann kann man wieder den Sensor entweder verunreinigen und im schlimmsten Fall sogar verkratzen. Wenn man alles so macht, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und ich zeige jetzt, wie man das macht. Das ist eigentlich recht einfach. Im ersten Schritt nimmt man das Objektiv ab und wenn Sie eine Spiegelreflexkamera haben, dann öffnen Sie den Spiegel. Es gibt meistens im Menü eine Service-Einstellung. Wenn man die aktiviert, klappt der Spiegel hoch und der Sensor ist sichtbar. Dann legen Sie die Kamera auf den Rücken, also das ohne Objektiv auf den Rücken und Sie besorgen sich eine Taschenlampe oder ein seitlich einfallendes Licht, weil jetzt kann man durch Bewegen der Kamera erkennen, ob Fusseln oder Flecken auf dem Sensor sind. Flecken entstehen zum Beispiel durch
Feuchtigkeit, wenn man zum Beispiel bei Feuchtigkeit draußen fotografiert. Und diese Flecken, das sind eigentlich das Häufigste. Das sind dann so runde Flecken, die man auch im Bild sieht. Ich habe das vorhin schon gezeigt. Hier nochmal eine Aufnahme. Und dann beginnt man, den Wischer aus der Verpackung zu nehmen. Man beträufelt ihn etwas mit dieser verdunstenden Flüssigkeit, die also zu 100%ig verdunstet. Und jetzt wird ganz einfach mit dem Wischer über den Sensor ein bis zweimal gewischt, nur in eine Richtung. Fahren Sie nicht hin und her, wischen Sie einfach in eine Richtung, warten Sie etwas ab, bis die Flüssigkeit verdunstet ist, und schauen Sie dann nochmal nach, ob Sie noch Flecken oder Fussel erkennen. Idealerweise machen Sie vorher einen Test, dass Sie den Fleck auch sehen, weil dann können Sie sehr gut erkennen, ob er auch weg ist. Und wenn das noch nicht erfolgreich ist, dann machen Sie das nochmal. Wenn es mehr Dreck ist, können Sie auch noch einen zweiten Wischer verwenden. Also sparen Sie da nicht mit diesen Wischern. Das macht wenig Sinn. Die Kamera zu beschädigen ist weitaus schlimmer. In 90 oder 99% der Fällen haben Sie dann auch die Fusseln und Flecken weg vom Sensor. Und jetzt geht es darum, wie kann ich testen, ob mein Sensor jetzt auch sauber ist. Und dazu gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Schalten Sie die Kamera auf manuellen Fokus und schalten Sie auf automatische Belichtung. Vielleicht ein bisschen dunkler oder heller, das muss man ausprobieren, aber automatisch ist ganz gut. Dann richten Sie die Kamera auf eine gleichmäßige Fläche, also zum Beispiel eine weiße Tür oder eine Wand, idealerweise nicht Raufaser, also am besten eine weiße Fläche, und stellen Sie möglichst unscharf. Gehen Sie also 20 cm ran, stellen Sie auf unendlich scharf. Wir wollen ja keine Fusseln auf der Wand oder an der Tür fotografieren, sondern wir wollen einfach nur gleichmäßiges Licht auf dem Sensor haben. Und wenn man das macht, dann bekommt man ein graues Bild. Das öffnen Sie im RAW-Converter, und auf diesem grauen Bild, das keine Schärfe hat, müssten also alle Flecken und Fusseln, die auf dem Sensor sind, scharf abgebildet sein. Weil die werden ja nicht durch die Fokussierung des Objektives scharf, sondern die sind immer scharf. Und auf diesem grauen Bild erkennen Sie, ob auf dem Sensor noch Flecken oder Fusseln vorhanden sind. Falls ja, einfach nochmal den gleichen Prozess durchmachen. Falls nein, sind Sie fertig. Und das kann man machen. Und wenn man vorsichtig arbeitet, braucht man keine Angst haben, die Kamera zu beschädigen. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen und Ihnen die Arbeit und das Leben mit Ihrer Kamera erleichtert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von der OFG Rüdiger Schestag.